Deutschland ist im Homeoffice. Die Bitte auch an die Arbeitgeber, dass Homeoffice ermöglicht wird, wo es nur geht. Wegen Corona haben Videocalls viele Meetings ersetzt. Can you hear me now? Yes. Okay. Kollegen und Geschäftspartner trifft man nur noch virtuell. Kaum ein Arbeitstag ohne Videocall. Doch was wäre, wenn in diesen Calls etwas Ungewöhnliches passieren würde? Plötzlich taucht jemand auf, der nicht dazugehört. Sido und ich zum Beispiel. Denn wir spielen heute ein Spiel. Wir wählen uns unter dem Pseudonym Philipp Seifert in Videokonferenzen von fremden Firmen ein. Das Ziel? So lange unerkannt bleiben wie möglich. Nur der Chef weiß, dass wir die Videokonferenz crashen. Kannst du später saugen, ja. Alle anderen Teilnehmer wissen nichts. Hallo, guten Tag. Wir sind's, Klaas und Sido. Jetzt müsst ihr selber, also so viel, das traue ich euch zu, dass ihr auseinanderhalten könnt, wer wer ist. Aber das, was wir heute machen, da geht es eigentlich um das große Verwirrspiel, ne? Ja. Ja, also wir werden uns jetzt gleich in das, was momentan in allen möglichen Büros und Firmen stattfindet, einwählen, nämlich in einen großen Videocall. So, und die sollen möglichst lange denken, wir gehören mit dazu und die sollen nicht mitkriegen, dass du du bist und ich oder dass wir überhaupt nicht dazugehören. Okay. Aber der andere jeweils kann praktisch Aufgaben verteilen. Wer es länger schafft, der gewinnt was und zwar nicht irgendwelche Scheiße, sondern diese tolle Sammlermünze hier. Diese tolle Sammlermünze? Ja. Und, als wäre es nicht schon irre, noch eine Flasche Prosecco obendrauf. Ich hasse Sekt. Yay. Das ist gut, dass du das machst, weil da kann ich nicht anrufen, weil die mich, glaube ich, sofort erkennen würden, weil ich bin der beste Fan von denen. So. Von? VfL Wolfsburg. Oh. Das sind meine Wölfe, mein Verein. Für die brenne ich, für die würde ich mein Leben geben. Gut, Kick. Wer ist der Trainer? Weiß ich nie. Trotzdem. So. Da rufe ich an, im Meeting. Ja, da rufst du an und die haben gerade so einen Call mit ihrer Lead-Agentur. Und deine Aufgabe ist es, die Leute zu loben über den sogenannten grünen Klee hinaus. Ich muss sowieso gucken, dass sie mich nicht so richtig erkennen. Ich nehme den Til Schweiger-Pulli. Ja. Weil ich liebe die ja alle. Ja. Und deswegen ist das so einer, der so die Ärmel im und so sich so ablehnt. Auf so ein kuscheliger Knautschi. Der bin ich. Pass auf, ich komme gleich wieder, ja? Alles klar. Bis gleich. So, dann sind wir voll, zählig. Ich gehe rein jetzt, ja? Man hört euch. Alles cool. Yes. Und sieht uns, ne? Ah, super. Kollege ist auch da. Ja, perfekt. Alles klar, wunderbar. Dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Ja. Also, Thema Briefing Trikot Launch. Wir haben ja eine etwas komische Situation, weil wir nicht wissen, wie es genau weitergeht, wann wieder Zuschauer kommen und überhaupt. Ich hatte euch mal im Vorfeld ein Briefing geschickt. Sehr gutes Briefing. Also das Briefing war sehr, sehr gut. Also von vorne bis hinten war das sehr, war gut durchdacht auch, fand ich. Wirklich gute Arbeit. Okay. Gerne. Ja, sehr schön. Ja, also wie schon gesagt, erstmal hatten wir ja vorne das, was wir haben. Und dann, ja, denke ich mal, werden wir ja relativ viel digital machen müssen. Und ich wollte die Gelegenheit einfach mal nutzen, dass wir uns mal einmal noch mal so ein bisschen das aufnehmen. Und natürlich brauchen wir eine kreative Headline von euch. Leute, ich wollte kurz mal sagen, ich kriege richtig Gänsehaut davon, was wir hier gerade tun. Das wollte ich nur mal zwischendurch sagen. Ich habe Gänsehaut. Ich würde mich einfach freuen, wenn ich an dieser guten Sache auch ein wenig beteiligt bin, die wir hier alle gemeinsam für die Allgemeinheit tun. Okay, alles klar. Du hast Sido jetzt in unser Meeting eingeladen, oder was geht da? Ich habe Sido nicht eingeladen. Oh Mann, ich freue mich natürlich in gewisser Weise, ne? Hi, gut Kick. Aber die Gänsehaut, das mit der Gänsehaut, das meinte ich ernst. Das meinte ich ernst. Tschüss. Tschüssi. Mann, ey. Schade, okay, schade. Na gut. Schade, aber nette Menschen. Ja, na klar, es sind meine Wölfe. Die haben das Heulen nicht verlernt. Mein Lieber. Du rufst jetzt bei der Firma SAP an. Die machen was mit Computern, ne? Die machen was mit Computern. Und du bist aber der eine, den kennt jeder aus diesen Meetings, der immer irgendwie laute Geräusche macht, knabbert. Also ich möchte dich so eigentlich gar nicht reden hören. Ich möchte nur Geräusche von dir hören in diesem Meeting. Okay, gut. Ja, ich hole mir mal dann so, ich glaube, ich weiß, ich schon ein bisschen seriöser, aber ach hier, das
Mit dem Hemd? Oh ja. Das ist richtig SAP, wie du aussiehst. So stelle ich mir das davor. Bei denen. Dass einer als Pirat verkleidet. Das ist ein bisschen ungewohnt. Aber Leon, hörst du mich? Christine? Fuck, ihr seid nur zu sechst oder so. Ja, ich kann dich hören. Sehr gut, das funktioniert. Aber ich muss alle einzeln reinlassen, komischerweise. So, Leute, kommen allmählich. Warte mal kurz. Also Leute, schön, dass ihr alle da seid. Ja. Wir haben unseren Workshop heute beendet, am dritten Tag. Aber deswegen würde ich Luisa bitten, dass du einfach mal uns die Ergebnisse schilderst, wo wir stehen, was die nächsten Schritte sind. Luisa, die Bühne gehört dir. Genau, wie Carla gerade gesagt hat, wir hatten 3 Tage Offzeit. Auch bei uns wichtig, wenn wir das Geld machen müssen, dass alle Schätzungen verteidigen können. Auch jetzt mit den Herausforderungen, die man im Homeoffice eben hat mit Familie. Und das stand alles unter den Sternen, die wir heute für morgen. Wir können uns in Zukunft so aufstellen, dass wir auch weiterhin erfolgreich bleiben können als HR Germany Team. Insgesamt die Ergebnisse vom ersten Tag, die natürlich jetzt auch noch der Stefan mitbekommen haben und von der Nina. Sehen in unseren Rollen, sagen die Top 4 der Herausforderungen, die wir sehen in unseren Rollen, die wir meistern können, was wir brauchen. Da waren die Top 4, welche Herausforderungen wir sehen im Gesamtteam. Die strategische Beratung bei uns. Kannst du später saugen, bitte? Komplexität. Entschuldigung. Ja, neben dem Thema Digitalisierung auch so übergreifendes Thema Resilienz, das zu verstärken und das Thema Coaching, Mediation, aber auch direkt die Digitalisierung. Das waren die Top 4, wo das Team gesagt hat, das brauchen wir, um die Herausforderungen machen wir denn jetzt so seriös weiter, bis irgendwer das Thema Philipp, Klaas, Seifert, Häufer, Umlauf anspricht? Den kenne ich doch hier, die Nase. Die kenne ich. Hey, Daniel, ihr seid ja eisenhart. Ihr seid ja wirklich eisenhart. Ich hab das gar nicht gecheckt. Wie geil. Es muss ja wirklich sehr wichtig sein, was ihr da macht. Ihr zieht das ja einfach nur noch durch. Aber irgendeiner von euch, hat sich irgendeiner gestört gefühlt davon? Oder ihr habt einfach eiskalt durchgezogen? Das war euch scheißegal, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja? Danke. Alles klar. So cool. Tschüss, ihr Mäuse. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Crazy. So, ja, sehr gut. Boah, ey, die sind echt hart, ey. So Einsen und Nullen, ne? Aber mehr Einsen als nur bei SAP. Ja, ja. Bei SAP sind deutlich mehr Einsen als Nullen. Mehr Einsen als Nullen, ja. Ein paar Nullen, aber auch. Ein paar Nullen sind mehr Einsen. Ja, ja, aber meistens Einsen. Die nächste Aufgabe ist, dass eine Firma, die stellen her und bauen ein und vertreiben irgendwelche Systeme zum Thema Lüftung oder sowas. Vom Gewächshaus. Hast du ein Gewächshaus? Nö. Du müsstest in diesem Call das Wort Mayonnaise sagen. Immer wieder. Und zwar ganz leise anfangen und dann immer lauter werden. Und du musst immer fängst leise an mit Mayonnaise und machst und immer... Und sind das Chefs? Also ich habe ja gehört, dass gerade im Bereich der Lüftungselektronik eine Menge lustige Leute unterwegs sind. Also ich mein, weiß man ja, das ist ja so ein Klischee. Okay, also was Chefiges, ja? Ich denke eher was Seriöses. So? Ja, das ist schön. Sind die schon da? Nö. Aber wir sind noch nicht drin. Hallo zusammen. Hi. Das geht schnell, glaube ich. Musst du dich anschalten noch? Ja. Machst du gleich erst. Ja. Das geht schnell, ja. Na, hallo Dan. Moin. Guck mal, da hat sich noch einer verkleidet. Mit dieser Nase, mit der Brille. Ja, ja. Dann würde ich sagen. Jetzt geht's los. Dann würde ich auch sagen, wir fangen an. Ja, ihr wisst ja, alle Systeme Deutschland ist 25 Jahre alt geworden und das hätten wir natürlich auch sehr gern gefeiert. Aber natürlich in dieser Ausnahmesituation ist es uns nicht möglich. Und wir haben uns überlegt, wir würden gerne eine Jubiläumszeitung machen. Mayonnaise. Und da seid ihr jetzt natürlich auch gefragt. Wir wollten einfach mal von euch so ein paar Vorschläge haben, was ist interessant für eine Jubiläumszeitung. Und ja, was fällt euch so ein? Was habt ihr vielleicht bei anderen auch mal gesehen? Mayonnaise. Die Frage geht schon gezielt dann auch in Richtung Vertrieb dann.
Kragen über die Kunde gern dann lesen würde, ne, oder sehen würde. Mayonnaise. Dann intern, sondern extern. Geht nach extern. Genau, die Zeitung soll für extern, also für unsere Kunden, aber auch einfach für Interessenten sein. Mayonnaise. Ja. Ich muss überlegen, der Philipp Seifert, der dabei ist, ja. ist das auch ein Kollege von uns? Ich muss einfach mal kurz zuordnen. Nicht direkt, Personalabteilung. Personalabteilung? Aber du bist schon Sido. Ich spiele gerade ein kleines Spiel mit meinem Freund Klaas. Hallo. Okay, nicht schlecht. Ja, hat jetzt nicht so gut geklappt. Hat nicht so lange funktioniert. Wie habe ich mich denn verraten? Ja, du, man kennt dich ja aus früheren Fernsehen. Aber so? Schade. Ich wünsche euch noch viel Glück. Es geht um Marketing, ne? Ja. Sex Sales, immer, ne? Tschüssi, Leute. Ciao, danke. Ja, Sido, das ist also das Problem, ne? Wieso machst du so Sachen zum Beispiel wie The Voice? Wenn du genau weißt, wir spielen ein Spiel, wo es darum geht, dass man dich nicht sofort erkennt in der breiten Bevölkerung. Warum sagst du dazu bei The Voice? Weil ich davon ausgehe, dass die Chefetage mich trotzdem nicht erkennt. Du kannst diese Münze nicht gewinnen, nur weil du jetzt wieder meinst, du musst The Voice machen jahrelang. Du verbaust dir alles in deinem Leben, wirklich. Also mein Lieber, du meldest dich jetzt beim Meeting von der Firma Comtravo. Ja. Das ist ein Startup, die kümmern sich darum, dass man einfacher Geschäftsreisen buchen kann. Ja, toll. Das ist eine gute Sache. Aufgedacht, warum gibt es da keine Firma für? Genau. Und da wirst du dich jetzt reinwählen. Ja. Und du wirst dir jemanden aussuchen aus dem Meeting, dem du immer recht gibst, egal was er sagt. Ja, okay. Ja, aber das kann natürlich passieren, dass ich da, also durch so eine Arschleckerei kommt man ja hoch in bestimmten Firmen. Also was ist, wenn ich da jetzt versehentlich Abteilungsleiter werde? Was ist dann? Dann mach das. Wie? Soll ich da alles hinschmeißen und bei Comtravo als Abteilungsleiter arbeiten? Das ist ein Startup. Ja, ist cool eigentlich, ne? Ja. Okay, ich hol mir mal Startup-Klamotten. Ja, cool, dir mal Startup-Klamotten. Warte mal. Hier, ist das so Startup? Ja, das ist Startup. Ja? Ja. Vielleicht sogar eine Perücke, weil ich finde schon, man erkennt dich. Weil du eine klassische Friseurfrisur hast. Ich habe eine Friseurfrisur? Ja. Matthias Mangiapane hat eine Friseurfrisur. Nicht ich. Moin Moin. Hey. Es sind nur vier. Ich werde gerade noch mal kurz, dass die anderen noch reinkommen. Alles gut bei euch? How is the home office doing? Ich finde es toll, dass du jetzt mit so einem Comtravo-Logo im Hintergrund telefonierst. Es sieht aus, als ob jetzt so ein... Ich habe gerade ein neues Mitarbeiter-Onboarding gemacht. Deswegen. das erste, ich will einmal ganz kurz so die wichtigsten Department-Projekte durchgehen. Quasi, was ist gerade so das Core-Topic in eurem Bereich am Ende des Tages? Finde ich gut. Wo seid ihr quasi dran? Genau, Sebastian, willst du vielleicht einmal anfangen? Kurz, ja, also wahrscheinlich primär Dashboard, wo wir da stehen, was die Zeitplanung und so ist. Sebastian, das ist gut. Das kann ich gerne machen. Also ich hätte gerne, dass wir Mitte Juni am 15. eine Version live haben, die man nochmal testen kann. Michael, bist du mit dem Zeitraum cool? Ja, das ist super. Ja. Ich auch. So, dass man vernünftige Personas hat, wie man das baut und auch irgendwas delivert, wo der Kunde nachher was mit anfangen kann, ja. Also ich bin komplett auf Sebastians Linie. Ich finde alles richtig gut. Also vom Zeitraum bis zum Delivern, bis zum, wie wir die Daten da reinschießen. Das, genauso machen wir das. Vielleicht ganz kurz mehr, wer ist Philipp Seifert? Das ist der Fake-Mann, jetzt kläre ich mal auf. Gut, also könnte ich, hallo, hi, ich bin gleich weg, ihr könnt gleich weitermachen. Es geht für mich um so eine, seltene Münze. Ich kriege eine seltene Münze, wenn ich möglichst lange aushalte in eurem Call. Wann war das genau? Das ging schnell. Janik hat schon schnell gelacht, der hat die ganze Zeit nebenbei gegoogelt wahrscheinlich, nach Fotos vom Klaas. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ich muss los, Geschäftsreise, Leute. Ja. Ist gut. Tschüss. Ciao. Hast du gut gemacht? Oder? Hast du gut gemacht? Ich habe ihm noch viel Recht gegeben und so.
Ich habe zwei verschiedene Rechte gegeben. Vielleicht war das ein bisschen. Ja, aber du hast später gemerkt, Sebastian hat doch mehr zu sagen. Ja, ich habe irgendwie gemerkt, er hat mehr auf der Pfanne irgendwie. Ja. Als der Chef. Ja. Das merkt er auch noch. Selber, ich habe gewonnen. Das ist meine Münze. Gehört mir. Es ist zum Thema 450 Jahre Reformation. Das bedeutet mir was. Und ein Schaumwein. Und hier ein bisschen Weihwasser noch, ne? Das ist natürlich gut. Es könnte aber auch heißen, dass du einfach weniger bekannt bist als ich. Das wird es wahrscheinlich sein. Einfach der Unprominentere kriegt wenigstens noch eine Flasche Sekt. Wie im echten Leben. Tschüss.